700 Kilometer durch England. Eine Radtour von ganz unten nach ganz oben. Sonntagsfahrer in Leder und Tweed. England schwingt sich auf den Sattel seit fast 200 Jahren. Ein etwas anderer Blick auf Land und Leute. Ausfahrt mit einem Club für antike Gefährte, denn Fahrräder nennen sie ihre Schmuckstücke nicht. This is a tricycle. They're all machines. Dies ist ein Dreirad, aber wir nennen das eine Maschine, weil sie aus Metall gemacht ist. Dies ist eine Maschine mit drei Rädern und das eine Maschine mit zwei Rädern, ein Zweirad. Wenn auch unterschiedlich groß. Die alten Räder bereiten mir besonders viel Freude. Alles Viktorianische hatte Klasse. Das siehst du doch auch so, Cliff, oder? In guter Gesellschaft. Und dann gibt es noch diesen Fahrradhaufen hier. Der ist zwar nicht antik, sondern gerade erst gekauft. Das Klapprad als solches aber hat ein Engländer erfunden. Ein Mann namens William Grout ließ das Klapprad 1878 patentieren. Und man muss wohl ein Engländer sein, um es standesgemäß zu entfalten. Voilà. Lassen Sie mich mal vorführen, wie man das richtig macht. Sie müssen den Klappradschwung beherrschen. So. Wow. Very good. Thank you very much. So radelte England zur Jahrhundertwende. Etwas wackelig, aber mit Stil. Ein standesgemäßer Start für eine Radtour durch England. So alte Räder sind ganz schön, aber ein bisschen langsam. Denn wir haben mehr als 300 Kilometer vor uns. Luftlinie. Auf dem Boden rund 700 Kilometer. Der Startpunkt. Ein Tiefpunkt, der offiziell bestimmt werden will. Mitten im Wald werkelt Robert, der Landvermesser. Wir sind hier 2,75 Meter unter dem Meeresspiegel. Dies ist Home Fen, der tiefste Punkt in England. Ein trockengelegtes Moor, das immer weiter absinkt. So hoch war der Boden hier vor über 150 Jahren und so weit ist er gesunken. Dies ist der tiefste Punkt in England. Wir sind in Home Fen, 2 Stunden nördlich von London. Aber wir wollen hoch hinaus, entlang der Ostküste und dann quer durchs Land auf den Berg Scuffle Pike im Lake District. Und das alles mit dem Klapprad da drüben. Von ganz unten nach ganz oben. Eine Radtour bergauf zum höchsten Punkt in England. Auf dem Klapprad durch das England jenseits der Städte. Durch das England, in dem der Regen waagerecht kommt. Die Fenlands im Osten, flach wie Norddeutschland und nass wie die Nordsee. Und dann in einem kleinen Wald. Eine Treppe und eine Tür. Hello there. Hello. Come on in. Thank you. Ein Kino im Wald. Besitzer James Green hat es gerettet und erhalten, so wie es einmal war, vor fast 100 Jahren, als es eröffnet wurde. Der Cayley-Projektor, ein englisches Fabrikat, wird schon lange nicht mehr gebaut,
aber er tut seinen Dienst. Ich bin mit diesen Maschinen aufgewachsen. Ich warte sie und wir haben Tonnen von Ersatzteilen. Ich weiß, wie die ticken. Und warum soll ich etwas auswechseln, das nicht kaputt ist? Handbemalt, gesammelt, herausgeputzt. Auch deswegen kommt das Publikum. Iris Dobney zum Beispiel. Heute zahlt der Enkel. Seit 60 Jahren ist sie Stammgast. Die Atmosphäre ist noch immer dieselbe. Es ist einfach gemütlich. Dieses Kino ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Der Abend beginnt anders als in jedem anderen Kino. James schwört auf Tradition. Vor dem Hauptfilm die Nationalhymne. Willkommen in England. Es folgt Disney oder Superman, fast Beiwerk an diesem Kinoabend. Wenn das Kino voll ist, vielleicht mit Familien, alle sind da, du schaust ihnen zu und sie fangen an zu lachen und haben Spaß, dann kriege ich eine Gänsehaut. Während der Film noch läuft, bereitet sich Alan Underwood vor auf seinen Auftritt in der Pause, wenn die Filmrollen gewechselt werden. Das ist ein einzigartiges Gefühl. Du sitzt hier und wartest auf die Pause und versuchst dir vorzustellen, welche Zuhörer du heute hast. Die Musik muss zum Film passen und das ist heutzutage nicht ganz leicht. Dann die Pause. Aus dem Boden empor fährt die orgelnde Überraschung. Die Bühne, ein Orchester. Iris im Publikum verzückt. Kein anderes Kino in England hat heute noch eine solche Orgelpause. Selbst das Klavier ferngesteuert. Nostalgie mit jedem Ton. Und niemand wartet ungeduldig darauf, dass der Film weitergeht. Das Kinema ist mehr als Kino. Und das ist das Besondere. James, der Besitzer, Iris, die seit 60 Jahren kommt, Alan, der Organist. Jeder liebt dieses Kino mitten im Wald. Die nächste Etappe durch den Frühling ans Meer. Kilometer haben wir hinter uns etwa. Und jetzt das hier. Die Mündung der Humber, 8 Kilometer breit. Wir müssen irgendwie da drüben hin zu einer seltsam wandernden Landzunge. Nur wie? Jeder sollte einmal seinen Titanic-Moment erleben. Seenotretter helfen verlorenem Radfahrer. Der Stolz der Humber, so heißt ihr Schiff. Eine der geschäftigsten Flussmündungen Englands. Fracht für die Industriehäfen entlang der Humber. Viel Arbeit für Martin und seine Kollegen. Das hier ist nicht irgendein Job. Wir haben keine Ahnung, was im nächsten Moment passieren wird. Du trinkst deinen Tee und plötzlich bist du 60 Seemeilen weiter draußen und rettest dein Leben. Also, das ist nicht irgendein Job. Kurs auf die Station der Seenotretter. Ein ganz besonderes Plätzchen. Sie sind die einzigen Seenotretter Englands, die nicht ehrenamtlich arbeiten, sondern fest angestellt sind, weil ihre Station so weit ab vom Schuss liegt. Spurn Point, eine schmale Landzunge. 5 Kilometer weit ragt sie ins Meer. Zu weit, um schnell zur Arbeit zu fahren, aber ideal, um Schiffen zu helfen. Aus Spurn Point ist man immer im Dienst. Hier arbeiten sie und hier leben sie.
Fast so wie ständig auf Klassenfahrt zu sein. Jahrelang verbringen diese Jungs Tag und Nacht auf Spurn Point, der einsamen Landzunge. Das ist ein bisschen wie im Goldfischglas. Jeder weiß, was beim anderen passiert. Aber Probleme gibt es eigentlich nur selten. Die nächste Stadt, eine Autostunde von hier. Kein Laden, kein Restaurant. Das Café öffnet nur im Sommer für Touristen. Durch Yorkshire weiter nach Norden und weiter nach oben, auch gesellschaftlich. Burton Agnes Hall und Simon Cunliffe Lister, 3 Jahre jünger als ich, ist nicht der Hausmeister, sondern der Hausherr. Er erbte, als er 12 Jahre alt war. Man könnte ja denken, dass das Haus zugig und voll Spinnweben ist. Aber es ist ein warmes Zuhause für eine Familie, die sehr gern darin lebt. Gebaut, als die erste Elisabeth das Land regierte, 400 Jahre alt, ein Herrenhaus auf dem Land. Burton Agnes gilt als eines der schönsten Stately Homes in England, in einer Klasse mit dem Buckingham Palast und Schloss Windsor. Simon lebt hier mit seiner Familie. Er verwaltet das Anwesen mit Gärtnerei, Bauernhof und Besuchern. Ein Vollzeitjob. Ich komme mir nicht reich vor. Ich habe Glück gehabt. Aber mit dem Besitz kommt auch viel Verantwortung. Man muss das hier mit vielen Menschen teilen. Es wäre ja seltsam, die Tore zuzumachen und die Öffentlichkeit auszuschließen. Manchmal etwas verwirrend. Simon lebt in einem Museumsstück. Tausende Besucher dürfen im Sommer sogar Teile des Hauses besichtigen, in dem gleichzeitig seine Familie lebt. Kleinfamilie im Riesenheim. Olivia hat einen Herrn mit Haus geheiratet. Ein Zuhause wie kein anderes. Manchmal knacken nachts die Rohre und es gibt unheimliche Schatten, aber man gewöhnt sich dran. Es gibt hier einen Geist, bisher war der aber freundlich zu uns. Er hat uns noch nicht heimgesucht. Das Haus ist riesig und wir haben hier schon Kinder verloren und Großeltern. Aber wir haben unsere privaten Ecken, wenn auch der Großteil des Hauses zugänglich ist für die Öffentlichkeit. Die nächste Generation gewöhnt sich schon ein. Burton Agnes ist ihr Leben. Wir sind unterwegs auf einem alten Eisenbahndamm. Und entlang dieser Linie, noch ein paar Kilometer nach Norden, liegt angeblich ein Geheimtipp. Ein wunderschöner Küstenbadeort, hoch über dem Meer auf den Klippen, mit Straßen wie der Marine Esplanade, so etwas wie die Seepromenade. Und das hier soll es wohl sein. Laut Karte sind wir an der Marine Esplanade, der Seepromenade. Willkommen in Ravenscar. Direkt am Meer. Feldwege mit Gullideckel. Bordsteine ohne Bürgersteig. Und ein einziges Haus. Das Werbeplakat für Ravenscar. Der Traum geplatzt. Was kluge Bauentwickler sich Ende des 19. Jahrhunderts ausgedacht hatten, das bringt Val und Joan noch heute zum Schmunzeln. Ein Luxus-Badeort sollte entstehen. Doch gebaut wurde nur ein Haus, nämlich das, in dem Joan heute lebt. Diese Karte wurde hergestellt, als mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen wurde.
Für jedes Grundstück gibt es eine Karte. Und die Häuser, die schon gebaut wurden, sieht man hier in schwarz. Und die, die verkauft werden sollten, sind in pink eingezeichnet. Das ist unser Haus, Marine Esplanade Nummer 178. Unser nächster Nachbar hier ist Ness Hall an der Ecke. Dazwischen sind 1, 2, 3, vielleicht 2 Dutzend unverkaufte Grundstücke. Straßen wurden gepflastert, die Kanalisation verlegt für einen Badeort an der windgebeutelten Küste Yorkshires. Val und Joan auf dem Weg zum wunderschönen Strand von Ravenscar. Mit Jahrhundertwendekleid die Steilwand runter. Ein Flop, niemand kaufte. Hier kommen viele Touristen vorbei und fragen, wie kommen wir an den Strand? Wir sagen dann, naja, sie müssen 2 Meilen die Straße runterlaufen, anders kommt man nicht zum Strand. Die Stadt, die es nicht gibt. Val und Joan auf dem Bürgersteig. Hier wären Reihenhäuser und das gleiche da drüben an der Strandpromenade. Und ich glaube, da drüben wollten sie Läden bauen und auf dem Marktplatz noch ein Hotel. Ravenscar wäre ziemlich eng bebaut worden und wir würden dann hier nicht leben. Nein, wir mögen es, wie es ist. Ravenscar machte Pleite. Geblieben sind die Spuren vom großen Traum. Ravenscar ist bisher der höchste Punkt auf unserer kleinen Fahrradtour. Wir sind von hier unten die Ostküste raufgefahren. Jetzt geht's weiter bergauf, quer durchs Land, bis in den Lake District. Auf unserem Weg schlägt einer sein Pflöckchen ein. Am Schnürchen bauen sich die mobilen Wettbüros auf fürs Pferderennen. Armut unterwegs. Sie sind Kleinunternehmer, die das eigene Geld verlieren, wenn's schief geht. Aber sie kommen, um zu gewinnen. What do I expect? I expect a win. That's what I'm here. Auch er soll heute gewinnen, wenn es nach Besitzerin Tracy geht. Kalapakos, der Favorit, trotz seines jungen Alters. Der ist nervös, der will loslaufen. Er geht auf die Zehenspitzen, als würde er sagen, nun lasst mich doch endlich los. Er ist ein bisschen albern. Wenn sie älter sind, werden sie ruhiger. Wiese, Stadt, Ballsaal, einmal im Jahr wird das Feld zur Rennbahn. Ein gesellschaftliches Ereignis, so etwas wie Royal Ascot auf dem Land, ohne Tribüne und Schnickschnack. Eben typisch englisch. Bryce Norton. Tausende Pfund wechseln den Besitzer. Panther nennen sich die Männer mit den mobilen Wettbüros. Panther bedeutet alles von Börsenspekulant bis Zuhälter. Auch wir spielen mit. 20 Pfund auf Kalapakos. Number one. Our horse. 20 Pound number one, your horse. Best of luck. And what does it mean? 1-1. 1-1. Die Quote heißt, wir gewinnen 20 Pfund oder verlieren 20 Pfund und Tony gewinnt. Dann der Start. And they're off and running for our first race in Darwin State and Dale Members Day. Sponsored by Canstore Limited and Morton. Anfangs wird Kalapakos seiner Favoritenrolle gerecht. 20 Pfund zum Greifen nach. Aber dann fällt der Favorit zurück und ein anderer gewinnt. Das war's. Eine typische englische Erfahrung an einem Sonntagnachmittag. Meine Niederlage ist sein Sieg. Tony der Panther. Hat er irgendwelches Mitleid übrig für einen Wettnovizen? Nein, Mitleid fühle ich gar nicht. Das ist schon lange weg. Was ist nur passiert mit unserem jungen Favoriten, mit Kalapakos?
Er hatte Nasenbluten und das Blut ist in die Lungen gekommen. Der Druck des Rennens und die Aufregung waren wohl zu groß, also ist eine Ader geplatzt. Eine blutige Nase holt man sich also auch beim Pferderennen. Als Pferd ebenso wie als Wettnovize. Die Berge werden höher und die Brücken fantastischer. Das Eisenbahnviadukt von Ribblehead, eines der größten im Land. Fast wäre es abgerissen worden. 30 Meter hoch, 24 solcher Bögen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen das restaurieren. Ihr größter Feind ist der Wind. Der pfeift nämlich kräftig durch die Täler der Yorkshire Dales. Wie kräftig, das hat Tony Freschini erfahren. Er bekam in den 80er Jahren den Auftrag, die baufällige Brücke wieder auf Vordermann zu bringen. Als der Wind über 70 Kilometer pro Stunde blies, musstest du dich am Gerüst festklammern und du kannst nicht dein Werkzeug in den Händen halten und aufpassen, dass du nicht den Halt verlierst. Das hat uns oft von der Arbeit abgehalten. Tony sollte die Brücke möglichst billig reparieren, denn eigentlich wollte die britische Bahn sie aufgeben. Oft entsteht ein feiner Riss. Dann sickert Wasser ein und sprengt die Oberfläche ab. Stein um Stein ersetzten Tony und sein Team. Natürlich sucht man immer nach den Fehlern, die man gemacht hat. Aber ich habe immer gedacht, dass wir gute Arbeit geleistet haben. So gut hat Tony gearbeitet, dass bis heute Linienzüge über die 150 Jahre alte Brücke fahren. Eine der schönsten Bahnstrecken Europas von Settle nach Carlisle. Mark Rand hat für ihren Erhalt gekämpft. Denn in den 80ern wollte die englische Bahn die Strecke dicht machen. Der Erhalt war zu teuer, der Nutzen zu gering. All the freight had gone. Der gesamte Frachtverkehr war weg. Zwei Passagierzüge fuhren noch und das war's. Unglaublich teuer, die Strecke zu erhalten. Wirtschaftlich gesehen machte das keinen Sinn. Aber dies ist eine von wenigen Strecken weltweit, auf der Leute fahren wegen der Reise selbst und nicht um von A nach B zu kommen. Heute nimmt der Verkehr sogar wieder zu. Die Strecke gerettet. Mit der Strecke überlebte auch das entlegenste Signalwärterhäuschen im Land, einige hundert Meter nördlich des Viadukts. Andere Menschen sieht er nur in den vorbeifahrenden Zügen. Die Außenwelt kontaktiert Simon Cummins per Morse. Zwölf Stunden bezahlte Einsamkeit. Und er liebt es. Es ist so friedlich. Man muss seine eigene Gesellschaft mögen. Die beste Signalhütte der Welt. Nur der Blick aus dem Fenster. Kein Fernseher, kein Internetanschluss, kein Computer, kein Handy. Stille und Züge. Kein moderner Schnickschnack. Richtig schön altmodisch. Das passt zu mir. Das Signalwärterhäuschen von Bleemoor. Einsamer geht's nicht in England. Höher, aber schon. Kurz vor dem Ziel auf unserer Reise von ganz unten nach ganz oben werden die Berge steiler. Wir haben es fast geschafft. Von ganz unten bis ganz oben. Wir sind am Fuße von Scafell Pike. Aber quer durch England, fast ohne Regen. Glaubt uns eh kein Mensch, also ein kleiner Abstecher. Der Lake District, bekannt für seine Seen, gefürchtet für seine Wolken. Das hier ist der niederschlagsreichste Ort in England, Seathwaite Farm. Und das
ist Pete. Dem gehört der Bauernhof. Nach Wetterstatistik fristet Pete Edmondson sein Dasein am nassesten Ort Englands. Und er lebt hier nicht allein. Nur hat der Bauer kein dickes Fell wie seine Schafe. Just wet, wet, wet. Yeah, I think that's the word. Wet, wet, wet. Nass, nass, nass. Das ist das Wort. Ich war mal in Australien, aber das war mir viel zu trocken und staubig. Es gab überhaupt keinen Regen. Beim letzten Mal fing es dann irgendwann an und ich habe mich eine Stunde lang in den Regen gestellt, weil ich ihn so vermisst habe. Etwas seltsam, aber ja, ich vermisse den Regen. Nicht weit vom nassesten Ort, der höchste Ort. Das letzte Abenteuer unserer Fahrradtour beginnt zu Fuß. Irgendwo da hinten Scafell Pike, 978 Meter, das Dach Englands. Das wird ziemlich anstrengend. Da oben ist noch Winter. Über 500 Meter ist der Schnee gefroren und es gibt noch viel Schnee. Dazu der kalte Nordwind oben auf dem Berg. Das wird recht kalt. Bergführer John meint, dein Fahrrad hat dich bis hierher getragen, aber jetzt wendet sich das Blatt. Das Fahrrad war gut, um hierher zu kommen, aber jetzt hilft es nicht mehr wirklich. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt nicht, der schleppt. Winter im Frühling. Die Hänge werden steiler und der Schnee rutschiger. Wenn jemand auf dem Schnee ausrutscht, streckt euch wie ein Stern, sinkt ein und ihr rutscht nicht mehr weiter runter. Dann holt John die Eisaxt heraus, als mobiles Geländer an besonders engen und steilen Stellen. Wer wollte nochmal mit dem Fahrrad von ganz unten nach ganz oben und warum? Nach 6 Stunden, der Gipfel. Für die Ehre, sind wir nicht raufgeradelt, aber wir haben es geschafft, von ganz unten bis ganz oben, mein Fahrrad und ich. Einmal bergauf durch England. Und irgendwo da unten leben die Menschen, die wir auf dem Weg getroffen haben. 300 Kilometer Luftlinie. Fast 700 Kilometer auf dem Klapprad. Ein Dreirad. Aber wir nennen das eine Maschine, weil sie aus Metall gemacht ist. Dies ist eine Maschine mit 3 Rädern und das eine Maschine mit 2 Rädern. Ein Zweirad. Wenn auch unterschiedlich groß. Die alten Räder bereiten mir besonders viel Freude. Alles Viktorianische hatte Klasse. Das siehst du doch auch so, Cliff, oder? In guter Gesellschaft. Und dann gibt es noch diesen Fahrradhaufen hier. Der ist zwar nicht antik, sondern gerade erst gekauft. Das Klapprad als solches aber hat ein Engländer erfunden. Ein Mann namens William Grout ließ das Klapprad 1878 patentieren. Und man muss wohl ein Engländer sein, um es standesgemäß zu entfalten. Voilà! Lassen Sie mich mal vorführen, wie man das richtig macht.
Sie müssen den Klappradschwung beherrschen. So. Wow. Very good. Thank you very much. So radelte England zur Jahrhundertwende, etwas wackelig, aber mit Stil. Ein standesgemäßer Start für eine Radtour durch England. So alte Räder sind ganz schön, aber ein bisschen langsam. Denn wir haben mehr als 300 Kilometer vor uns, Luftlinie, auf dem Boden rund 700 Kilometer. Der Startpunkt, ein Tiefpunkt, der offiziell bestimmt werden will. Mitten im Wald werkelt Robert, der Landvermesser. Wir sind hier 2,75 Meter unter dem Meeresspiegel. Dies ist Tom Fen, der tiefste Punkt in England. Ein trockengelegtes Moor, das immer weiter absinkt. For the foreseeable future. So hoch war der Boden hier vor über 150 Jahren und so weit ist er gesunken. Dies ist der tiefste Punkt in England. Wir sind in Home Fen, 2 Stunden nördlich von London, aber wir wollen hoch hinaus, entlang der Ostküste und dann quer durchs Land auf den Berg Scuffle Pike im Lake District. Und das alles mit dem Klapprad da drüben. Von ganz unten nach ganz oben, eine Radtour bergauf zum höchsten Punkt in England. Auf dem Klapprad durch das England jenseits der Städte. Auf Vordermann zu bringen. Als der Wind über 70 Kilometer pro Stunde blies, musstest du dich am Gerüst festklammern und du kannst nicht dein Werkzeug in den Händen halten und aufpassen, dass du nicht den Halt verlierst. Das hat uns oft von der Arbeit abgehalten. Tony sollte die Brücke möglichst billig reparieren, denn eigentlich wollte die britische Bahn sie aufgeben. Oft entsteht ein feiner Riss. Dann sickert Wasser ein und sprengt die Oberfläche ab. Stein um Stein ersetzten Tony und sein Team. Natürlich sucht man immer nach den Fehlern, die man gemacht hat. Aber ich habe immer gedacht, dass wir gute Arbeit geleistet haben. So gut hat Tony gearbeitet, dass bis heute Linienzüge über die 150 Jahre alte Brücke fahren. Eine der schönsten Bahnstrecken Europas von Settle nach Carlisle. Mark Rand hat für ihren Erhalt gekämpft. Denn in den 80ern wollte die englische Bahn die Strecke dicht machen. Der Erhalt war zu teuer, der Nutzen zu gering. All the freight had gone. Der gesamte Frachtverkehr war weg. 2 Passagierzüge fuhren noch und das war's. Unglaublich teuer, die Strecke zu erhalten. Wirtschaftlich gesehen machte das keinen Sinn. Aber dies ist eine von wenigen Strecken weltweit, auf der Leute fahren wegen der Reise selbst und nicht um von A nach B zu kommen. Heute nimmt der Verkehr sogar wieder zu. Die Strecke gerettet. Mit der Strecke überlebte auch das entlegenste Signalwärterhäuschen im Land, einige hundert Meter nördlich des Viadukts. Andere Menschen sieht er nur in den vorbeifahrenden Zügen. Die Außenwelt kontaktiert Simon Cummins per Morse. Zwölf Stunden bezahlte Einsamkeit. Und er liebt es. Es ist so friedlich. Man muss seine eigene Gesellschaft mögen. Die beste Signalhütte der Welt. Nur der Blick aus dem Fenster. Kein Fernseher, kein Internetanschluss, kein Computer, kein Handy. Stille und Züge. Kein moderner Schnickschnack. Richtig schön altmodisch. Das passt zu mir. Das Signalwärterhäuschen von Bleemoor. Einsamer geht's nicht in England. Das Hall an der Ecke.
Dazwischen sind 1, 2, 3, vielleicht 2 Dutzend unverkaufte Grundstücke. Straßen wurden gepflastert, die Kanalisation verlegt für einen Badeort an der windgebeutelten Küste Yorkshires. Val und Joan auf dem Weg zum wunderschönen Strand von Ravenscar. Mit Jahrhundertwendekleid die Steilwand runter. Ein Flop. Niemand kaufte. Hier kommen viele Touristen vorbei und fragen, wie kommen wir an den Strand? Wir sagen dann, naja, sie müssen 2 Meilen die Straße runterlaufen, anders kommt man nicht zum Strand. Die Stadt, die es nicht gibt. Val und Joan auf dem Bürgersteig. Hier wären Reihenhäuser und das gleiche da drüben an der Strandpromenade. Und ich glaube, da drüben wollten sie Läden bauen und auf dem Marktplatz noch ein Hotel. Ravenscar wäre ziemlich eng bebaut worden und wir würden dann hier nicht leben. Nein, wir mögen es, wie es ist. Ravenscar machte Pleite. Geblieben sind die Spuren vom großen Traum. Ravenscar ist bisher der höchste Punkt auf unserer kleinen Fahrradtour. Wir sind von hier unten die Ostküste raufgefahren. Jetzt geht's weiter bergauf, quer durchs Land, bis in den Lake District. Auf unserem Weg schlägt einer sein Pflöckchen ein. Am Schnürchen bauen sich die mobilen Wettbüros auf fürs Pferderennen. Armut unterwegs. Sie sind Kleinunternehmer, die das eigene Geld verlieren, wenn es schief geht. Aber sie kommen, um zu gewinnen. What do I expect? I expect a win. That's what I'm here. Auch er soll heute gewinnen, wenn es nach Besitzerin Tracy geht. Kalapakos, der Favorit, trotz seines jungen Alters. He's getting a bit excited. Er ist nervös, der will loslaufen. Er geht auf die Zehenspitzen, als würde er sagen, nun lasst mich doch endlich los. Er ist ein bisschen albern. Wenn sie älter sind, werden sie ruhiger. Wiese, Stadtballsaal, einmal im Jahr wird das Feld zur Rennbahn. Ein gesellschaftliches Ereignis, so etwas wie Royal Ascot auf dem Land, ohne Tribüne und Schnickschnack. Eben typisch englisch. Seenotretter helfen verlorenem Radfahrer. Der Stolz der Humber, so heißt ihr Schiff. Eine der geschäftigsten Flussmündungen Englands. Fracht für die Industriehäfen entlang der Humber. Viel Arbeit für Martin und seine Kollegen. Das hier ist nicht irgendein Job. Wir haben keine Ahnung, was im nächsten Moment passieren wird. Du trinkst deinen Tee und plötzlich bist du 60 Seemeilen weiter draußen und rettest dein Leben. Also, das ist nicht irgendein Job. Kurs auf die Station der Seenotretter. Ein ganz besonderes Plätzchen. Sie sind die einzigen Seenotretter Englands, die nicht ehrenamtlich arbeiten, sondern fest angestellt sind, weil ihre Station so weit ab vom Schuss liegt. Spurn Point, eine schmale Landzunge, 5 Kilometer weit ragt sie ins Meer. Zu weit, um schnell zur Arbeit zu fahren, aber ideal, um Schiffen zu helfen. Aus Burn Point ist man immer im Dienst. Hier arbeiten sie und hier leben sie. Fast so, wie ständig auf Klassenfahrt zu sein. Jahrelang verbringen diese Jungs Tag und Nacht auf Burn Point, der einsamen Landzunge. Das ist ein bisschen wie im Goldfischglas. Jeder weiß, was beim anderen passiert. Aber Probleme gibt es eigentlich nur selten. Die nächste Stadt, eine Autostunde von hier. Kein Laden, kein Restaurant. Das Café öffnet nur im Sommer für Touristen.
Durch Yorkshire weiter nach Norden und weiter nach oben, auch gesellschaftlich. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Great. Welcome to Burton Agnes. Here you go. Off you go. Burton Agnes Hall und Simon Cunliffe Lister, 3 Jahre jünger als ich, ist nicht der Hausmeister, sondern der Hausherr. Er erbte, als er 12 Jahre alt war. Man könnte ja denken, dass das Haus zugig und voll Spinnweben ist. Aber es ist ein warmes Zuhause für eine Familie, die sehr gern darin lebt. Gebaut, als die erste Elisabeth das Land regierte, 400 Jahre alt, ein Herrenhaus auf dem Land. Es ist so friedlich. Man muss seine eigene Gesellschaft mögen. Die beste Signalhütte der Welt. Nur der Blick aus dem Fenster. Kein Fernseher, kein Internetanschluss, kein Computer, kein Handy. Stille und Züge. Kein moderner Schnickschnack. Richtig schön altmodisch. Das passt zu mir. Das Signalwärterhäuschen von Bleemoor. Einsamer geht's nicht in England. Höher, aber schon. Kurz vor dem Ziel auf unserer Reise von ganz unten nach ganz oben werden die Berge steiler. Wir haben es fast geschafft, von ganz unten bis ganz oben. Wir sind am Fuße von Scafell Pike. Aber quer durch England, fast ohne Regen, glaubt uns eh kein Mensch. Also ein kleiner Abstecher. Der Lake District, bekannt für seine Seen, gefürchtet für seine Wolken. Das hier ist der niederschlagsreichste Ort in England, Seathwaite Farm. Und das ist Pete, dem gehört der Bauernhof. Nach Wetterstatistik fristet Pete Edmondson sein Dasein am nassesten Ort Englands. Und er lebt hier nicht allein. Nur hat der Bauer kein dickes Fell wie seine Schafe. Just wet, wet, wet. Yeah, I think that's the word. Wet, wet, wet. Nass, nass, nass. Das ist das Wort. Ich war mal in Australien, aber das war mir viel zu trocken und staubig. Es gab überhaupt keinen Regen. Beim letzten Mal fing es dann irgendwann an und ich habe mich eine Stunde lang in den Regen gestellt, weil ich ihn so vermisst habe. Etwas seltsam, aber ja, ich vermisse den Regen. Nicht weit vom nassesten Ort, der höchste Ort. Das letzte Abenteuer unserer Fahrradtour beginnt zu Fuß. Irgendwo da hinten Scafell Pike, 978 Meter, das Dach Englands. Das wird ziemlich anstrengend. Da oben ist noch Winter. Über 500 Meter ist der Schnee gefroren und es gibt noch viel Schnee. Dazu der kalte Nordwind oben auf dem Berg. Das wird recht kalt. Bergführer John meint, dein Fahrrad hat dich bis hierher getragen, aber jetzt wendet sich das Blatt. Das Fahrrad war gut, um hierher zu kommen, aber jetzt hilft es nicht mehr wirklich. Wer sein Fahrrad liebt, der Schwitzkar ist bisher der höchste Punkt auf unserer kleinen Fahrradtour. Wir sind von hier unten die Ostküste raufgefahren. Jetzt geht's weiter bergauf, quer durchs Land, bis in den Lake District. Auf unserem Weg schlägt einer sein Pflöckchen ein. Am Schnürchen bauen sich die mobilen Wettbüros auf fürs Pferderennen. Armut unterwegs. Sie sind Kleinunternehmer, die das eigene Geld verlieren, wenn's schief geht. Aber sie kommen, um zu gewinnen. What do I expect? I expect a win. That's what I'm here. Auch er soll heute gewinnen, wenn es nach Besitzerin Tracy geht. Kalapakos, der Favorit, trotz seines jungen Alters. Der ist nervös, der will loslaufen. Er geht auf die Zehenspitzen, als würde er sagen, nun lasst mich doch endlich los. Er ist ein bisschen albern. Wenn sie älter sind, werden sie ruhiger. Hi,
Wiese, Stadtballsaal, einmal im Jahr wird das Feld zur Rennbahn. Ein gesellschaftliches Ereignis, so etwas wie Royal Ascot auf dem Land, ohne Tribüne und Schnickschnack. Eben typisch englisch. Tausende Pfund wechseln den Besitzer. Panther nennen sich die Männer mit den mobilen Wettbüros. Panther bedeutet alles von Börsenspekulant bis Zuhälter. Auch wir spielen mit. 20 Pfund auf Kalapakos. Number one. Our horse. 20 Pound number one, your horse. Best of luck. And what does it mean? 1-1. 1-1. Die Quote heißt, wir gewinnen 20 Pfund oder verlieren 20 Pfund und Tony gewinnt. Dann der Start. Anfangs wird Kalapakos seiner Favoritenrolle gerecht. 20 Pfund zum Greifen nah. Aber dann fällt der Favorit zurück und ein anderer gewinnt. Das war's. Eine typische englische Erfahrung an einem Sonntagnachmittag. Meine Niederlage ist sein Sieg. Tony, der Panther, hat er irgendwelches Mitleid übrig für einen Wettnovizen? Nein, Mitleid fühle ich gar nicht. Das ist schon lange weg. Was ist nur passiert mit unserem jungen Leben, sind die Spuren vom großen Traum. Ravenscar ist bisher der höchste Punkt auf unserer kleinen Fahrradtour. Wir sind von hier unten die Ostküste raufgefahren. Jetzt geht's weiter bergauf, quer durchs Land, bis in den Lake District. Auf unserem Weg schlägt einer sein Pflöckchen ein. Am Schnürchen bauen sich die mobilen Wettbüros auf fürs Pferderennen. Armut unterwegs. Sie sind Kleinunternehmer, die das eigene Geld verlieren, wenn's schief geht. Aber sie kommen, um zu gewinnen. What do we expect? Expect a win, that's what I'm here. Auch er soll heute gewinnen, wenn es nach Besitzerin Tracy geht. Kalapakos, der Favorit, trotz seines jungen Alters. Er ist nervös, der will loslaufen. Er geht auf die Zehenspitzen, als würde er sagen, nun lasst mich doch endlich los. Er ist ein bisschen albern. Wenn sie älter sind, werden sie ruhiger. Wiese, Stadtballsaal, einmal im Jahr wird das Feld zur Rennbahn. Ein gesellschaftliches Ereignis, so etwas wie Royal Ascot auf dem Land, ohne Tribüne und Schnickschnack. Eben typisch englisch. Tausende Pfund wechseln den Besitzer. Panther nennen sich die Männer mit den mobilen Wettbüros. Panther bedeutet alles von Börsenspekulant bis Zuhälter. Auch wir spielen mit. 20 Pfund auf Kalapakos. Number one. Our horse. 20 Pound number one, your horse. Best of luck. And what does it mean? 1-1. 1-1. Die Quote heißt, wir gewinnen 20 Pfund oder verlieren 20 Pfund und Tony gewinnt. Dann der Start. Anfangs wird Kalapakos seiner Favoritenrolle gerecht. 20 Pfund zum Greifen nah. Aber dann fällt der Favorit zurück und ein anderer gewinnt. Das war's. Eine typische englische Erfahrung an einem Sonntagnachmittag. Meine Niederlage ist sein Sieg. Tony, der Panther, hat er irgendwelches Mitleid übrig für einen Wettnovizen? Nein, Mitleid fühle ich gar nicht. Das ist schon lange weg.